Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht es um die Vegan Beauty Basket. Das ist eine super, super tolle Box, die du als Abo-Box bestellen kannst oder auch als einmalige Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir reinzugucken, was drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Mal mit dabei war auch die Vegan World, The Fitness Issue. Das ist eine Zeitschrift, die war gratis mit dabei. Das ist neu. Die Vegan Beauty Basket ist eine Box, die mir kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und die ich mit euch zusammen testen kann. Und hier stehen so ein paar Sachen drin, die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, aber nicht jetzt. So, diese Box hat jetzt 23,99 €, glaube ich, gekostet und ich poste das auch immer auf Instagram, wenn ich sehe, dass es die verfügbar gibt, dann siehst du das in meiner Story auf jeden Fall. Also folgt mir da auf jeden Fall, wenn du es noch nicht tust. So, und jetzt machen wir die mal zusammen auf. So sieht die Box von innen aus. Die verzichten weitestgehend auf irgendwelche Verpackungsmaterialien und so, was ich sehr gut finde. Und da kommt ein sehr frischer, limoniger Duft raus. So, dann machen wir mal das Schleifchen auf. Ist immer sehr süß, ne? So, dann habe ich hier erstmal eine Karte. Viel Freude mit der Box. Liebe Grüße, Ina. Danke, Ina. Und auch guck mal, diese Karten, die kannst du auch nur sammeln, ne? Sowas, das tut man nicht weg. Ich habe da extra eine Box für, wo ich die ganzen Karten und alles Mögliche reinpacke. Produktkarte Mai, da stehen die ganzen Produkte drin mit den Preisen und mit diversen Informationen darüber. Und ja, hier haben wir die Produkte und dann gucken wir mal rein. Also der Warenwert ist immer sehr, sehr hoch und die Produkte sind immer großartig. Also ich habe bislang immer nur wirklich Glück gehabt. Also wirklich eine tolle Box ist das. Huch, als erstes habe ich hier, oh ja. Das habe ich schon bei vielen anderen YouTubern gesehen, dass sie das sich mal geholt haben oder das in einer PR-Kiste oder so drin hatten. Das ist so ein Deo-Stick und das ist von Ben and Anna, Japanese Cherry Blossom Sensitive, ein Deo-Stick, Natural Deodorant. Hier ist das Deo drin. Oh, das riecht gut. Das riecht richtig süß. Ja, nicht süß-süß, sondern cremig-süß, ne? Richtig gut. Oh. Das sieht auch schön aus. Und ich habe ja auch so einen von I+M aus Berlin, habe ich ja auch einen Deo-Stick bei mir im Badezimmer stehen, was ich halt immer so nach dem Duschen nehme. Und das hier wäre dann quasi der nächste, den ich verwenden werde. Und man muss den, glaube ich, irgendwie rausdrücken, steht hier. Man muss erst das Ding aufmachen, dann muss man das irgendwie rausdrücken und dann drauf machen. Hä? Komm raus. Lässt sich echt schwer nach oben drücken. Huh, jetzt habe ich es. Man muss es wahrscheinlich etwas warm machen, damit die Ränder sich dann auch leichter öffnen lassen. Okay, gut. Hier haben wir den Deo-Stick. Ach, der riecht gut. Ich mache den mal hier einfach auf meine Hand. Ist sehr fest von der Konsistenz. Aber es riecht so angenehm blumig. Oh, und es fühlt sich ganz leicht cremig auf der Hand an. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Das ist toll. Kann man den wieder reindrücken, wenn er zu hoch ist? Jo, oh. Jetzt habe ich ein bisschen Produkt daneben. Das wollen wir nicht verschwenden. Das mache ich hier oben wieder drauf, weil das ist halt das Praktische, ne? Kannst du es dann wieder draufrudeln. Sehr gut, Claudi. Ja, genau. Den werde ich auf jeden Fall testen. Da freue ich mich drauf. Das ist cool. Den hatte ich schon so oft gesehen und war immer so, hole ich mir den nicht, weil der ist relativ teuer. Und ich finde es so cool, dass das mit in der Box ist. Richtig geil. Das freut mich. 100% vegan, 100% natürlicher Ursprung und kein Aluminium. Da weiß ich jetzt nicht, wie gut er dann schützt, aber ihr werdet ja davon auch auf jeden Fall von mir hören. Ja, cool. Irgendwas ist durchgestrichen hier bei den Zusatzstoffen, das ist witzig. Läuft. Siehst du das? Da ist irgendwas durchgestrichen. Irgendwas haben die dann rausgenommen. Keine Ahnung. Ja. Dann habe ich Anti-Frizz Leave-In Conditioner. Super. Hands-on Veggies. Ja, Hands-on Veggies. Wuhu. Ich bin kein Veggie, Entschuldigung. Organic Anti-Frizz Leave-In Conditioner mit Gurke. Ich meine, ja, da ist ja auch eine Gurke abgebildet, ne? Ich mag ja so gerne diese Leave-Ins. Ich mache mir jedes Mal nach dem Duschen ein Leave-In tatsächlich rein. Und weil sonst komme ich durch meine Zotteln halt echt nicht durch. Und das finde ich super. Wie riecht der? Der riecht jetzt nicht nach Gurke, muss ich gestehen. Schon so ein bisschen alkoholisch. Mal gucken, ob das was wird. Wird auf jeden Fall getestet. Das finde ich schön. Also so diese Leave-Ins, ne? Sprühviecher finde ich total super. Ja, und mit Gurke ist auch mal was ganz Neues. Das finde ich schön.
Habe ich jetzt sehr oft gesagt, dass ich das schön finde? Ja. Ne? Gefällt mir. Nein, wir gucken, wie der sprüht. Ich will das jetzt wissen. So. Ich sprühe jetzt einfach mal so in die Luft rein, okay? Weil das soll ja auch ein schöner Sprühnebel sein, hoffe ich. Ja. Oh, ja. Oh, guck mal. Oh. Konntet ihr das sehen? Jetzt riechst du doch schon die Gurke. Ja. Dann riecht das nicht so stark alkoholisch. Das riecht dann sehr gurkig, gemüsig. Das nächste. Das nächste. Maison Meunier Skincare. Hallo. Mehr steht da gar nicht drauf. Maison Meunier Skincare steht da drauf. Das scheint ein Öl zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Öl. Deswegen muss ich mal eben kurz meinen Spickzettel nehmen. Das ist ein Serum. Na guck. Okay, und das ist für das Gesicht und für die Augen und das soll das mit Feuchtigkeit versorgen und für eine gewisse Weichheit sorgen. Die ganzen Inhaltsstoffe stehen jetzt leider da auf Englisch drauf. Das ist ein bisschen blöd, aber das finde ich auch nicht schlecht. Also so ein Serum. Serien sind immer relativ... Oh, guck mal. Das ist mit so einem Rollerball. Das gefällt mir. Und das ist das, was so riecht. Wow. Ganz, ganz frisch. Puh, als würde ich mir Kräuter ins Gesicht machen wahrscheinlich. Das riecht aber gut. Ach, ich mache mir das jetzt drauf. Also die Augenpartie. Sehr, sehr angenehm. Das kühlt auch sehr schön auf der Haut, ne? Ich mache das jetzt mal so. Ich glaube, das ist auch mit irgendeinem Ölzusatz oder so. Hm. Und dann einmassieren, ne? Oh. Sehr ölig, aber nicht so extrem wie so ein Gesichtsöl, was man normalerweise so verwendet und kennt. Ich habe ja auch ein anderes Gesichtsöl, was ich vornehmlich abends nehme, weil mir das einfach zu fettig für den Tag ist. Aber das fühlt sich sehr angenehm an. Als hätte man in einem Kräutergarten gelegen. Das zieht jetzt auch gerade schön ein, weil ich habe eben mein Gesicht mal kurz abgewaschen und einfach nur mal mit Rosenwasser bin ich dann drüber gegangen. Ah. Oh. Das zieht schön ein. Habe ich jetzt eine weich aussehende Haut? Sehe ich jetzt 10 Jahre jünger aus? Nein, es ist ja auch kein Anti-Aging-Serum oder so, ne? Soll es ja auch gar nicht. Es soll ja einfach nur mit Feuchtigkeit versorgen. Und ich finde, das hat es getan. Also es sieht schon frischer jetzt aus in meinem Gesicht. Und ja, macht auch wirklich so weich, ne? Es ist noch nicht ganz eingezogen, aber es fühlt sich schon sehr angenehm an. Es krümmelt nicht, das ist auch immer eine gute Sache. Maison Meunier, sehr cool. Das hier ist das nächste Produkt und das ist doch mal super interessant. Das ist von Bao Skincare Hydrating Rose Mist. Ist das so ähnlich wie mein Rosenwasser, mein Rosenswasser? Ja, das ist fürs Gesicht und für das Dekolleté. Und das soll halt einfach Feuchtigkeit geben, Ausstrahlung und Plumping. Ja, Plumping, ja komm, ne, Entschuldigung. Glowing Complexion, na guck. Mit Rosenwasser, das finde ich toll. Jetzt habe ich das Gesichtsserum einen Schritt zuvor benutzt. Aber wir gucken trotzdem mal. So, das sieht so aus. Hat so einen Sprüher. Und ich habe gelernt, ich sprühe es erst so und dann ins Gesicht. Oh, angenehm. Angenehm, dieser Sprühnebel. Oh, das kann ich mir morgens richtig gut vorstellen. Oh. Es riecht halt wie das Rosenwasser, wie das Rosenswasser, so ein bisschen muffig. Aber es... Oh. Es ist einfach und es ist schön und du hast so einen schönen Nebel. Und der Sprühkopf ist toll. Und wenn der leer ist, dann fülle ich da meinen Rosens rein. Mega cool. Das wird jetzt morgens immer verwendet. Cool. Also direkt schon echt Produkte, die ich geil finde. So, und jetzt ist hier ein Produkt drin, das konnte man sich nämlich aussuchen, weil pro Box kannst du dir ein Produkt aussuchen, nicht welche Art von Produkt, sondern zum Beispiel bei einem Lippenstift, welche Farbe oder beim Nagellack, welche Farbe oder beim Shampoo. Welche Geruchsrichtung oder welche Pflegestufe man braucht. Hier habe ich mich bei Savin Stories, würde ich mal so sagen, für Organic Banana Shampoo entschieden mit Jojobaöl. Und das ist für normales Haar und das ist ein festes Shampoo. Das hat 11 organische Inhaltsstoffe und es ist ein festes Shampoo. Okay. Ich mache das jetzt aber nicht auf, weil das ist noch komplett zu. Das werde ich auf jeden Fall verwenden und... dann euch in meinem Aufgebrauch davon erzählen. Ich finde es super cool, dass es solche solche festen Shampoos gibt. Eine Freundin von mir hat es auch tatsächlich schon mal verwendet, also nicht das hier, sondern ein anderes. Und die fand das auch cool, also die fand das auch wirklich toll und die fand, dass es auch geholfen hat. Ich bin gespannt. Ich denke mir immer, wenn du halt diese
Shampoos hasst, muss ich das dann irgendwie, wahrscheinlich muss man das in eine Seifenschale machen oder so, oder? Weil ich habe ja keine Lust, dass wenn es in der Dusche liegt, dass mir das quasi verschwindet mit der Zeit. Weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen schwierig. Und da werde ich mir was überlegen. Wahrscheinlich packe ich das irgendwie in einen Tupperpot oder so. Und wenn ich das quasi benutzt habe, lege ich das direkt in den Tupperpot rein, mache den Tupperpot zu und stelle den auch aus der Dusche raus, damit es nicht weiter nass wird und sich nicht auflöst, weil das wäre ja viel zu schade drum. Aber es riecht schon mal interessant. Es riecht überhaupt nicht nach Banane. Ne? Auf jeden Fall mal ein Produkt, was ich mit, für euch mal testen werde und euch dann in einem Aufgebraucht-Video auch mal mein Feedback dazu geben werde. Da bin ich super gespannt drauf. Weil das ist ja so wenig Verpackung, ne? Das ist ja praktisch keine Verpackung. Das ist ja nur ein bisschen Papier außenrum zu. Mega. Also meine Haut fühlt sich jetzt auch gerade total schön durchfeuchtet an. Das fühlt sich echt angenehm an. Und die fühlt sich jetzt auch mit diesem Serum super schön weich an. Das ist echt toll. Ich denke, dass ich dieses Serum auch direkt in meine tägliche Routine mit einbinden werde und das dann direkt morgens verwende, genauso wie das Rosenwasser. Weil das geht ja beides ruckzuck, ne? Das eine sprüht man sich eben drauf, kann das eben kurz einklöppeln. Das andere rollst du dir eben drauf, kannst das kurz verreiben. Dann die Augenpflege drüber, wenn überhaupt. Also ich weiß gar nicht, ob man danach noch eine Augenpflege braucht. Würde ich fast gar nicht vermuten. Aber ich würde es erstmal versuchen, weil ich habe ja eh noch eine, ne? Und dann die Feuchtigkeitscreme allgemein drüber und dann bist du ready for the day. Ist doch mega geil. Ich find's cool. Geile Produkte. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wie immer. Vegan Beauty Basket ist auf jeden Fall eine Box, die solltest du dir mal angucken. Die bringen ungefähr alle 2 Monate eine Box raus. Oder ziemlich genau alle 2 Monate. Da sollte man die Homepage auf jeden Fall im Blick haben, weil die Boxen sind dann auch relativ schnell vergriffen. Oder man meldet sich halt an, dass man entsprechend ein Abo nimmt. Dann bekommst du es ja sowieso regelmäßig. Ihr Lieben, das war tatsächlich auch die Box und ich fand sie mega geil. Ich habe keine Ahnung, wie hoch der Wert ist. Ich hau jetzt einfach mal 50 Euro raus. Keine Ahnung, was da jetzt gleich stehen wird. Aber auf jeden Fall richtig hoch. Wenn man bedenkt, dass die vor allem auch nur so um die 24 Euro gekostet hat. Wahnsinnig toll. Ja, hat mir gut gefallen. Was meinst du? Stimm gerne mal hier oben ab. Würde mich voll interessieren. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!